denn es geschieht alles um euretwillen. 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 15 und 16. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Gott muss niemandem etwas beweisen, weder dem Teufel noch den Menschen und auch sich selbst nicht. Wir haben es mit einem freien, souveränen, in sich selbst erfüllten, lebendigen und ewigen Gott zu tun. Von ihm heißt es in 1. Könige, Kapitel 8, Verse 27 und 28. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Der König Salomo war vollkommen bewusst und ihm war vollkommen klar, dass der allmächtige Gott in seiner ewigen Größe und Erhabenheit im Grunde kein Haus oder einen Tempel benötigt, beziehungsweise ihm das in irgendeiner Art und Weise gerecht werden könnte. Aber dennoch bat er ihn, diesen Tempel in Jerusalem zu segnen und man ihm dort mit seiner Verehrung und seinen Anliegen finden dürfe. Gott war damit einverstanden. Ohne ihn ist nichts und selbst in diesem Nichts wäre Gott die Liebe, die Gerechtigkeit und das wahre Leben, weil Gott Gott ist und aller Himmel Himmel ihn nicht fassen können. Was nun alles heilsgeschichtlich in globaler, zeitlicher und auch ganz persönlicher Art und Weise geschehen ist und noch geschieht, ist für uns getan, nicht für Gott. Und weil das so ist, sollen wir uns nach dem von ganzem Herzen ausstrecken, was der Apostel Paulus als Fürbitte für die Gemeinde in Ephesus ausgesprochen hat. Er sagte: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist, an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Epheser 3, 14 bis 19. Meine Verantwortung als Christ besteht nun nicht darin, irgendetwas für Gott zu tun, sondern in einem demütigen und dankbaren Glauben darin zu wirken, was er uns gibt und uns damit täglich erneuert und wachsen lässt, nämlich seinen Heiligen Geist. Dazu werden wir dann auch konkret in der Bibel aufgerufen, wenn wir lesen: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Galater 5, 25. Also sozusagen glaubend den Glauben leben, zu lernen, auch durch Probleme auf Gott zu schauen mit den inneren Augen unserer erlösten Seele. Das tat auch Paulus. John MacArthur schreibt hierzu: Die Seele jedes Gläubigen, das heißt die neue Schöpfung, der innere Teil des Gläubigen wird erneuert. Der Gläubige wächst und reift ständig weiter. Während der Körper verfällt, wächst und reift der innere Mensch des Gläubigen ständig bis zur Gleichgestalt mit Christus. Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, das griechische Wort für leicht bedeutet schwerelose Kleinigkeit und Drangsal und bezeichnet intensiven Druck.
Mit seinem eigenen Zeugnis liste Paulus eine aus menschlicher Perspektive scheinbar unerträgliche Litanei von Leiden und Verfolgungen auf, die er sein ganzes Leben lang ertrug. Doch sah er sie als federleicht und nur kurzfristig und augenblicklich an. Eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das griechische Wort für gewichtig bezeichnet eine schwere Masse. Die künftige Herrlichkeit, die Paulus beim Herrn erfahren würde, übertraf für ihn bei weitem jedes Leid, das ihm in dieser Welt widerfahren könnte. Paulus hatte begriffen, je größer das Leid, desto größer wird seine ewige Herrlichkeit sein. Ausharren basiert auf unserer Fähigkeit, über das Natürliche hinaus auf das Geistliche zu blicken, über das Gegenwärtige hinaus auf das Zukünftige und über das Sichtbare hinaus auf das Unsichtbare. Gläubige müssen über das Zeitliche und Vergängliche hinausschauen, das heißt über die Dinge dieser Welt. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der Gläubige sollte ergriffen sein und förmlich verzehrt werden vom Streben nach Gott, Christus, dem Heiligen Geist und der Errettung von Menschenseelen. Soweit. Man kann dies nun auch alles eher gering achten, übersehen, vergessen und fahrlässig sowie gedankenlos nur immer in seinem Glaubensleben unsicher vor sich hindümpeln und herumstolpern lassen. Wenn wir das von uns aus manchmal so kennen, unseren Mangel spüren, sollten wir Gott um Hilfe bitten und auch daran glauben, dass er uns hilft. Also mit Gottes Kraft konkret rechnen, damit man manches verändern und besser machen kann. In Jakobus 1, 6 bis 8 lesen wir, wie wir das umsetzen sollen. Da steht: Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Danksagung für die überschwängliche Gnade setzt voraus, einzusehen, sie bitter nötig zu haben, weil man vielleicht nicht selten über fromme Gedanken allein nie hinauskommt. Wer seine Knie nur beugt, wenn es ihm schlecht geht, wenn überhaupt, hat vermutlich von sich selbst noch eine zu hohe Meinung. In 1. Johannes 1, Verse 5 bis 7 steht: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wo Licht ist, ist Wahrheit, und der sollten wir uns auch immer in unserem persönlichen Leben stellen und uns nicht selbst belügen. Gott will uns helfen, aber er kann es nicht, solange wir die Augen zumachen und zweifeln statt glauben und schweigen statt beten. Und wenn wir manches einfach nicht sehen und erkennen, mag es auch daran liegen, dass wir eben im Dunkeln tappen. Im Psalm 36, 10 heißt es: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Dass wir, trotzdem wir Kinder Gottes und erlöst sind, noch sündigen, das wissen wir. Aber wir sollten auch merken und einsehen, wann wir sündigen, in Gedanken oder in Taten, und tatsächlich verstehen, dass wir nur aus Gnade leben. Im Psalm 98,3 steht: Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Hause Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Gott weiß das, und er gedachte an Israel, wenn sie mal wieder falsch lagen, aber er gedenkt auch an dich und mich in dieser Art und Weise. Es geschieht alles um unseretwillen, heißt es, wie gelesen, um deinetwillen. Also nicht nur einiges, weniges oder Besonderes, sondern tatsächlich alles. Entsprechend heißt es ja auch in Römer 8, 28, dass uns alles zum
Besten dient, alles zum Guten mitwirkt. Diejenigen, die das betrifft, nämlich alle, die herausgerufen sind, die Kinder Gottes werden durften, die erlöst sind, die mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, die zu Gott gehören, denen wird alles zum Besten mitwirken. Alles. Darum haben wir auch allen Grund, jeden Tag Glauben zu investieren, und darum werden wir auch nicht müde, geistlich und seelisch gesehen. Körperlich schon, das kennen wir. Genauso, wie wir das in den Eingangsversen gelesen haben. Ich wiederhole nochmals im Zusammenhang, und zwar jetzt in der neuen evangelistischen Übersetzung, den Text in 2. Korinther 4, Verse 15 bis 18. Das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Gott segne euch.